Menschen sind soziale Tiere. Und heute sprechen wir über das Thema Bedeutung sozialer Kontakte. Das Leben ist eigentlich sehr interessant und allein sind wir nicht glücklich. Und das ist vielleicht auch der Grund, dass wir Freunde haben wollen. Wir gründen Familie, damit auch andere Menschen also dabei sind. Wir genießen das Alleinsein normalerweise nicht. Wir brauchen andere Mitmenschen. Sie sind immer da, eigentlich. Wenn man allein ist, dann denkt man auch an andere. Und vielleicht deshalb versuchen wir auch diese andere, also Medien, irgendwie, damit wir mit Menschen kommunizieren können. Wir brauchen Unterhaltung. Wir brauchen eigentlich Informationen. Das ist alles möglich mit Medien und mit Menschen. Ohne Menschen ist kein Leben. Das ist, Freunde, das Thema. Also, ein nach dem anderen können Sie natürlich mit dem Thema beginnen. Und Ihre Meinung, Ihre Perspektive, warum soziale Kontakte so wichtig sind, warum ohne Kontakte es nicht geht. Also, ein nach dem anderen sprechen wir über das Thema. Das ist eigentlich ein ganz normales Thema, aber wir alle haben etwas zu tun. Okay, Kalpana ist dran. Ja, Kalpana, du kannst beginnen und dann Sapna. Bitte schon. Ja, Sir. Hallo, Sir. Guten Tag. Guten Tag. Heute sprechen das Thema ist die Bedeutung der sozialer Kontakte. Ist es gut für das seelische Wohlbefinden? So, ich glaube, Zeit mit Freunden oder geliebten Menschen zu verbringen, kann einfach gut für die Seele sein. Haben Sie jemals ein Treffen mit Freunden verlassen und sich erfrischt und fröhlich gefühlt? Die Zeit, die Sie mit denen verbringen, denen Sie vertrauen und denen Sie wichtig sind, tut allen gut. So viel Zeit seit allen kann dazu führen, dass Sie sich einsam und kontaktlos fühlen. Daher ist es wichtig, sich mit anderen zu verbringen. Vorteil der Sozialisation, eine bessere geistige Gesundheit, es kann Ihre Stimmung aufhellen und Sie glücklicher machen. Zwei, verringern Sie Ihr Demenzrisiko. Soziale Interaktion ist gut für die Gesundheit Ihres Gehirns. Drei, fördert ein Gefühl von Sicherheit, Zugehörigkeit und Geborgenheit. Vier, Sie können sich anderen anvertrauen und Sie sich anvertrauen lassen. Alles ist. Danke, Sir. Sehr schön. Wunderbar. Also, ja, natürlich, das sind vielleicht die Gründe, dafür wir mit Menschen verbinden wollen. Klar. Sehr gut, Kalpana. Sapna, du bist dran jetzt. Yes, Sir. Anderen. Ja. Hallo alle zusammen. Guten Tag. Heutiges Thema ist die Bedeutung sozialer Kontakte. Sozialer Kontakte bedeutet Verbindung zwischen die Personen und Gruppen. Körperliche ist nicht mehr wichtig für soziale Kontakte. Man kann verbinden mit anderen sozialen Medienplattformen, zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram und viele mehr. Soziale Kontakte machen die jedes Jahr zu treffen. Die häufigste Form von sozialer Kontakte ist Kommunikation, Austausch, Kooperation. Menschen sprechen über verschiedene Themen in Gruppen und tauschen Ansichten aus. Manchmal kooperieren sie mit einander. Menschen machen Kontakte mit sozialen Medien, teilen ihre
Gefühle, Emotionen und schwierige Fühlen, dies entspannt, weil die Leute hier auf der sozialen Plattform dies nicht verurteilen und wir finden gute Freunde. Soziale Kontakte sind unsere gute Familie, nach Familie mit Gliders, Verbindung mit Freunden, Familie und Gemeinschaft hilft Menschen emotional, körperlich und kognitiv gesund zu bleiben. Ich denke, es ist gut mit der Gesellschaft in Verbindung zu bleiben, um Depressionen, Angstzustände und Einsamkeit zu reduzieren und jeden Tag voller Energie zu sein. Danke. Sehr schön. Wunderbar. So, es gibt viele Vorteile und deshalb machen wir eigentlich extra so viel und deshalb vielleicht feiern wir auch Partys. Deshalb machen wir fast alles. Okay, next. Wir alle haben Freunde und es gibt die Menschen, die vielleicht auch Perspektive teilen oder gleich denken oder vielleicht uns helfen. Wir wollen mit diesen Menschen Zeit verbringen und man sagt, gleich und gleich gesellt sich gerne und so wird unsere Gesellschaft dann irgendwann. Unsere Welt vergrößert sich. Früher waren da nur 5 Leute und dann 50. Und wir versuchen, diese Menschen eigentlich einzuladen, wenn sie ja ihnen gehören oder gefallen. Ja, next. Ein nach dem anderen dürfen sie über das Thema sprechen. Ohne Angst, ohne Panik, Freunde. Sie können auch sagen, dass sie keine Freunde haben. Das ist auch okay. Uns ist egal, was ihre Situation ist. Aber wir interessieren uns dafür. Wir wollen das eigentlich hören, wissen. Gut. Ja? Okay. Bei mir sind einige in der Reihe. Offline Students. Sie wollen sprechen. Klar. Ja, Khema. Hallo, Freunde. Guten Tag. In meiner Präsentation begrüße ich Sie ganz herzlich. Und ich bedanke mich, Sie, dass Sie gute über das Thema zu sprechen, eine Chance gegeben. Heutzutage, das Thema ist interessant, wunderbares Thema. Und heutzutage, der ist, dass in der Gesellschaft die Situation sehr gut, aber nicht wie früher. Früher treffen die Menschen miteinander, aber heutzutage haben die Menschen keine Zeit. Aber natürlich, wir haben nicht Zeit, aber haben wir viele soziale Netzwerke, zum Beispiel Facebook, Instagram, WhatsApp. In dieser sozialen Netzwerken kann man gerne miteinander treffen. Natürlich, Video Call treffen. Und man braucht wenn ich über das soziale Netzwerk denke, dann denke ich sehr gut, spüre ich sehr gut. Wir haben eine gute Gesellschaft und miteinander zu treffen, Zeit verbringen und wenn man viel Stress hat, dann braucht man ein bisschen Zeit mit den Freunden zu treffen. Natürlich, man kann gerne, wenn man viele Freundschaft in der Gesellschaft, viele Kontakte haben, dann kann man gerne Kommunikation, Unterhaltung, ja. Und man kann seine Stress, Depression und Angst mit Freunden verbringen oder sparen. Entschuldigung. Und ja, das ist alles. Nach meiner Meinung soll man miteinander glücklich sein, glücklich wohnen. Damit kann man in seiner Zukunft eine gute Kontakte machen. Ja, das ist alles. Danke schön für meinen Vortrag. Sehr gut. Also, wir leben dann vielleicht auch gesund und glücklich und länger, wenn wir gute Kontakte haben, wenn wir glücklich also unsere Zeit verbringen, dann haben wir auch Hoffnung, dass in der Zukunft
auch alles gut wird. Ich bin sicher mit allen, also Freunden oder Familienmitgliedern. Wenn man sicher ist, wenn man glücklich ist, dann hat man auch, ja, natürlich Gefühl, ja, weiter zu leben. Ja, Nikhil ist jetzt dran. Nikhil. Hallo Freunde, guten Tag. Ich heiße Nikhil Chaudhary. Ich spreche über heutiges Thema. Heutiges Thema heißt die Bedeutung sozialer Kontakte. Soziale Kontakte sind wichtig für alle. Kurz gesagt, bei zwischenmenschlichen Beziehungen oder sozialen Interaktionen geht es um die Menschen, mit denen wir interagieren. Die Stärke dieser Bindungen hängt von der Nähe der Person zu uns ab. Wenn Sie beispielsweise Teil einer Familie sind, ist die Person näher als ein entfernter Bekannter. Einsamkeit verursacht physischen und physischen Stress. Begünstigt Herzkrankungen. Schlechter Schlaf führt auch zu einer geringeren Belastbarkeit. Menschen ohne soziale Kontakte achten weniger auf sich. Es gibt noch viele andere Vorteile, wie oft wenn unsere Arbeit feststeckt, zeigt der soziale Kontakt seine Magie und die gleiche Arbeit, die vor einiger Zeit anstand, ist jetzt in wenigen Augenblicken erledigt. Und wir leisten kontaktlos Dienste in sozialen Kontakten. Aber in Wirklichkeit nehmen wir viele Dinge kostenlos von der Gesellschaft. Aber oft erhalten wir solche Ratschläge von unseren sozialen Kontakten, die unser Niveau erhöhen, und wir danken ihm nicht einmal. Soziale Interaktion ist ein Symbol der Einheit. Ein einzelner Mann kann heute nicht tun. Nehmen Sie so viele Personen wie möglich mit. Danke schön, alles für meine Zeit. Also soziale Kontakte zu bauen hat Magie und wir erkennen das nicht. Also so einfach wie also Wasser und vielleicht Luft, ohne das wäre das Leben unvorstellbar. Diese sozialen Kontakte sind so wichtig. Wir sagen einmal nicht Danke, wie er jetzt gerade erwähnt hat. Es gibt so viele Menschen, die uns Ratschläge machen oder etwas irgendwie helfen. Aber wir nehmen das nicht so ernsthaft oder wir merken nicht, dass jemand uns geholfen hat. Und mit sozialen Kontakten wird die Gesellschaft. Was ist die Gesellschaft? Die Gesellschaft bedeutet die Menschen, die vielleicht sich um uns kümmern oder einen Unterschied machen. Meine Freunde, meine Familie. Wenn in Amerika was passiert oder wenn jemand tot ist, dann ist uns vielleicht fast egal, auch wenn wir das nicht sagen. Das sollte nicht egal sein, aber normalerweise wir weinen nicht oder wir denken auch nicht viel. Wir denken, ja, es gab einen Unfall irgendwo und Menschen starben. Aber wenn in der Gesellschaft jemand stirbt, dann fühlen wir, weil diese Menschen einen Unterschied machten, weil wegen diesen Menschen vielleicht ist irgendwann Freude oder etwas bekam und jetzt ist diese Person nicht mehr. Diese Person ist nicht mehr. Dann bekomme ich vielleicht in der Zukunft diese Freude nicht wieder. Deshalb tut das weh. So unsere Freunde, Bekannte zusammen werden dann die Gäste. So wichtig ist eigentlich das. Okay, next. Wer ist dran? Wenn Sie Ihre Hände hoch zeigen, nur dann weiß ich Bescheid. Ich bin kein Gott.
okay? Automatisch weiß ich nicht. Freunde. Ja, Mehek, du bist dran und dann Gorau. Guten Tag alle, ich heiße Mehek und heute spreche ich über das Thema die Bedeutung sozialer Kontakte. Wir sind soziale Wesen und können in einanders Leben positive Energie bringen, durch Gespräche mit Fremden, mit allen Lachen und so weiter. Sozialaktivität ist sehr wichtig und hilft uns mit anderen verbinden. Seit meiner Kindheit bin ich sehr sozial aktiv. Und ich habe natürlich viele neue Dinge von meinen Kontakten gelernt. Es gibt viele Vorteile. Wir fühlen uns nicht so einsam. Sie kann uns helfen, um eine Partnerin oder eine Partnerin zu finden. Die Nachteile sind, wenn wir allein sind, sind wir mehr selbstständig. Und auch sie braucht viele Zeit. In meinem Leben benutze ich nicht von Facebook, Instagram. Ich habe ein paar Freunde, die ich liebe. Aber verbringe ich meine meiste Zeit mit meiner Familie. Mit vielen Kontakten kann man Hilfe bitten. Für mich ist das ein sehr wichtiges Thema. Letztes Jahr hat eine Bekannte von mir Selbstmord begangen probieren. Denn er war nicht sozial aktiv und brauchte jemand sofort, um ihre Gefühle zu kommunizieren. Am Ende würde ich auch sagen, man muss nicht auf eine Restzeit warten, um eine gute Person zu finden. Die Zeit ist jetzt und das ist die beste Zeit für neue Leute zu finden. Dankeschön. Sehr schön. Ja, man könnte sogar, also solche Versuche probieren, das ist wirklich schrecklich. Wenn man also was kommunizieren will, aber er hat niemanden dabei, wenn oder wem er sagen könnte. Und dann passiert was und der Mann stoppt. Ja, kann es sein. Also sie sind meine sozialen Kontakte. Und ich bin auch Kontakt. Also wir verbinden miteinander irgendwie. Wir sind uns wichtig. Das erkennen wir eigentlich manchmal nicht. Aber alle unsere Kontakte sind uns wichtig. Auch diejenigen, die uns direkt nicht helfen. Aber ihre Präsenz hilft auch